Willkommen zurück. So, wir sind auf dem Weg zum Verlies. Die Necropolis. Hieß es, glaube ich. Ne, das hat noch einen geileren Namen. Sehen wir gleich. Dort drin gibt es eine Quest, die ich euch jetzt nochmal vorlese. Ein Khajiit-Geist aus seinem vermeintlich ewigen Schlummer erwacht. Sein Nachfahre Zavivar möchte, dass ich in der Nekropole von Krempen eine geeignete Ruhestätte für die Urne finde, damit sein Ahn Frieden findet und auch Zavivar wieder ein bisschen entspannen kann. Ich muss die Begräbnisurne zu Zavivars Familiengrab mal bringen, damit der Geist einfach auf Ahn Frieden finden kann. Dann haben wir noch Rigurd in Krempen. Und das erinnert mich daran. Und das Lied der Königreiche, wo sind das nochmal gewesen? Das ist oben. Ach, ja, die Scheiße. Super, ne, ein Puzzle habe ich auch noch. Okay, ne, das wird wohl... Gut. Mal eben das normale ESO oder Dark Souls am nächsten Samstag zu spielen, ist gerade eben gestorben. Es bleibt bei Elsweyr. Ich ignoriere gerade gekonnt den Chat. Einfach mal so. Also ich vernehme es, aber ich sag's nicht. Hallo? Ich sag dazu nichts. Die Necropolis. Ne, Necropolis von Krempen entdeckt. Das sieht aus wie ein Schädel. Eigentlich ist das Verlies relativ klein. Eigentlich. Aber ich habe ja damals gesagt, wir sterben hier. Das ist, das kleine Mini-Lachen, was gerade rauskam, bezog sich ebenfalls auf den Chat. So. Runen brauche ich gar nicht suchen. Die sehen so aus wie die. Die sehen so aus wie die aus Dark Souls. Nur in wesentlich klein. Also Dark Souls 1. Ah, ja. Necropolis von Krempen. Ich habe gesagt, wir sterben hier, weil ich nicht stark genug bin. Das sollten wir jetzt allerdings sein. Aber auch nur mit dem Buff. Also mit dem Buff-Futter. Ich hab noch welche. Also ich habe hier noch einen weiteren. Also ich könnte noch weiterarbeiten damit. Nö, nennen das Kind lieber Logan. Weil alle heißen so. Nee, haben wir eine bessere Idee. Moment, zeig gleich. Was mumifizierte Alphik-Bestandteile? Okay. Nenn das Kind entweder, wenn es ein Mädchen wird, Nimriel, Shady Shade und Logan. Du weißt schon wie. Hiermit könnt ihr am Ende eures Hiermit könnt ihr am Ende euren eigenen grausigen Mumienkätz. Was ist denn das für ein Deutsch? Ich muss mal kurz hier weitergehen, weil sonst spawnt die. Was ist denn das für ein Deutsch? Ist das ein Boss, ne? Wo habe ich das jetzt eingesammelt?
Habe ich das überhaupt eingesammelt? Ah, da ist es. Was ist denn das für ein Deutsch? Hiermit könnt ihr am Ende euren eigenen grausiges Mumienkett. Hiermit könnt ihr am Ende euren eigenen grausiges Mumienkätzchen zusammen. Hiermit könnt ihr am Ende euren. Eurer. Euer. Eigenes. Heißt das. Die haben sich da bei den Übersetzungen, haben die sich gerade total verschluckt mit diesen Siezen. Das hätte ich lieber mit euer benannt. Wenn ihr 10 benutzt, erhaltet ihr ein Exemplar. Habt ihr diese Sammlung das Stück bereits erhalten? Bereits erhaltet ihr nur die Errungenschaft. Teil eines mumifizierten Alfik. Cool. Das heißt, wir müssten 10 mumifizierte Alfik-Bestandteile und können uns ein kleines Viech holen. Okay. Gut. Warum greife ich eigentlich nicht an? Alter. Der hat sich gewehrt. Aber durch den musste ich sowieso. Weil, tja. Es wäre beinahe nicht schief gegangen. So, hier habe ich mir jetzt in den Unbeholfen gearbeitet. Das liegt daran, weil ich mich mehrmals verklickt habe und halt die Waffe mehr gewechselt habe. Nö, das sage ich nicht. So. Sprech mit Iraya. Da ist übrigens. Ja, den muss ich aktiviert halten hier. Ne, es hat. Ja, es ist Savivar hier. Savivar! Ne, weil ich das jetzt nicht sag. Ganz einfach. Ja. Wieder Inventar voll. Ich habe einfach zu viel Klumpatsch drin. Stopp! Gut.
Dachte ich, hätte es jetzt getauscht. Ah, die ganzen Blaupausen sind scheiße. Noch ein Licht. Oh, und da muss ich auch noch hin. Obwohl, ich könnte an den vorbeigehen. Ja, ne, okay, doch nicht. Die haben eine Radius von 5000 Kilometer. Verlies Heiler, bitte. War cool. Verlies Heiler. Schläger kann ich ja noch verstehen, aber Heiler habe ich noch nie gehabt. 1000 Leben, 1 Million Leben. Ich habe mir etwa schon 1 Million Leben geheilt. Mit der 3 da unten als Fähigkeit. Nicht schlecht. Das muss man auch mal erstmal schaffen. Erinnert diesen daran, Saviva zu fragen, warum diese Urnen viel größer sind als seine. Jurari weiß eure Bemühungen zu schätzen, doch dies ist nicht, wo er hingehört. Wir sollten weitergehen, bevor die Kultisten noch andere Verwendungen für seine Urne finden. Ist das nicht euer Familiengrabmal? Ja, aber Jurari gehört einer noch größeren Familie an. Eine, die mehr teilt als nur Blut. Bringt seine Urne in ein anderes Grabmal. Jona und Jode werden unseren Weg erhellen. Wenn ihr das so sagt. Nehmen wir sein Gräbnis wieder mit. Ab in die Tasche mit uns. Und dieser bringt das auf die andere Seite der Welt. Willst du mich echt verarschen, ne? Oh Mann. Aber ist hier drin, zufälligerweise, Leutnant Kurzaha da. So, also nochmal, Leutnant Kurzahata, Verliesboss entdeckt. Und vermutlich sauschwer. Und ich bin ganz allein hier. Und meine Ulti ist nicht bereit. Das wird also noch besser. Gut. Angriff. Durch dädrische Horden! Durch den Tod selbst! Wir kämpfen weiter! Oh, oh, die... Oh, 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 oh. What? What? Was hatten die für Fähigkeiten?
Okay, das dauert eine Weile. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Ich konnte mich nicht mehr heilen. Ich wurde gestunt. Von dem Wichser. Von einem Wichser wurde ich gestunt und dann hat die ihre Massivfähigkeit gemacht, die 12.000 Schaden macht. Aber so kriegen wir die. So kriegen wir die.